Nervös? Quatsch. Warum sollte ich nervös sein? Sind ja meine Eltern. Alle Töchter sind nervös, wenn sie ihren Freund zum ersten Mal mit nach Hause bringen. Ja, aber dich werden sie lieben. Oh Gott, ich bin so nervös. Du musst den Unterbauch atmen. Atmen hilft, Spannungen zu lösen. Ja, erzähl das lieber meinem Vater. Bevor ich ihm eröffnet habe, dass ich arbeitsloser Jurist bin oder danach. Väter müssen nicht alles wissen. Grüß Gott. Haben Sie auch Tintenfischringe? Was wollen Sie? Tintenfischringe. Sehen Sie ein Meer oder einen Kühlwagen mit der Aufschrift Frischdienst aus Griechenland? So was verkaufe ich nicht. Nicht einmal einem ahnungslosen Trottel. Sind Sie immer so unfreundlich? Ja. Fred. Ist doch wahr. Du, Ricky, der Schorsch hat längst schon eine andere gehabt. Nein. Ist er deshalb nach Stuttgart gezogen? Die weiß nicht, auf alle Fälle, die Charlotte, die hat ihn bei der Scheidung dafür bluten lassen. Leute, esst Fisch, der ist frei von Giftstoffen. Die Charlotte hat eine riesen Überraschung. Kommt zum Infoamt von die Landfrau. Jetzt hör doch auf, Mensch. Was ist denn schon wieder los mit dir? Leute, esst Fisch. Selbst gezüchtet, selbst gefüttert. Es ist kein Wunder, dass die Tochter nicht in den Betrieb einsteigen wird. Genau, das frustriert ihn ja. Selbst gezüchtet. Seit 3 Jahren. Er kommt drüber hinweg, dass die Katrin nichts von Fischen wissen will. Er weiß es nur noch nicht. Charlotte! Wir haben gerade von dir gesprochen. Ich will gar nicht drüber reden. Eine große, schöne Forelle, bitte. Seit wann isst du Fisch? Das ist für meine Katzen. Du, seit der Scheidung sind die noch anhänglicher als früher, wenn ich die nicht hätte. Pass mal auf, Charlotte. Für deine perversen Anfälle von Tierliebe sind meine Fische zu schade. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Natürlich bekommst du deinen Fisch, Charlotte. Fred meint es nicht so. Eher verfüttere ich deine Katzen an meine Fische. Wir sprechen uns noch, Fred Sattler. Lass deine schlechte Laune nicht an den Kunden aus. Ich habe keine schlechte Laune, ich habe schlechte Kunden. Ist dir eigentlich klar, dass Charlotte uns mit Fischsetzlingen und Fischfutter beliefert? Noch. Frag meinen Vater was über Fische. Fische? Das funktioniert immer. Okay. Ist das der, der unsere Weihnachtsplätzchen weggefressen hat? Den hat Katrin schon an Silvester verlassen. Mir erzählt ja keiner was. Du hörst einfach nicht zu, mein Schatz. Katrinchen! Katrinchen! Das ist Hans. Hans Klein. Hallo. Wir wohnen zusammen. Ja. Was hat Katrin gesagt? Wir wohnen zusammen. Dann habe ich richtig verstanden. Willkommen in Reutberg. Danke. Das ist Fred Sattler, mein Mann, und das ist Xaver Stamberger, unsere gute Seele. Ich hatte ja auch mal Fische. Guppies also. In einem Aquarium. Haben es auch nicht lange gemacht. Aber vielleicht können Sie mir ja einen Tipp geben. Ach, wissen Sie, es gibt Leute, denen gehen selbst die Fischstäbchen ein. Es ist witzig. Bist du glücklich? Hans kann so gut zuhören. Und er ist immer für mich da. Das ist das Schönste, was man über einen Mann sagen kann. Mhm. Was ist eigentlich mit Papa los? Wir haben eine kleine Flaute, das ist alles. An Weihnachten hat er kaum ein Wort gesagt. Und jetzt wird er sofort pampig. Er hat einfach gedacht, dass du mal irgendwann den Betrieb übernehmen wirst oder wenigstens deinen Schwiegersohn. Und deswegen kommt ihr nie nach München, wenn ich euch einlade? Nicht. Wie oft wart ihr in den letzten 3 Jahren bei mir? 2-mal oder 3-mal? Er gewöhnt sich schon noch daran. Es ist alles eine Frage der Zeit. Ich verstehe nicht, wie du es mit Papas Launen aushältst. Da gibt's nichts auszuhalten. Wir verstehen uns prima. Verliebt wie am ersten Tag. So, der Gast zuerst. Bleib vorläufig mal beim Salat, danke. Fred. Danke. Hans ist Jurist.
Im Moment prüft er verschiedene Stellenangebote. Arbeitslos. Naja, vorübergehend. Und wovon leben Sie? Die beiden machen das schon. Kennt ihr euch schon lange? Ewig. Oder? Ja, so kommt es mir jedenfalls vor, ja. Hans hat sich bei uns im Atelier einen Anzug machen lassen. Ist das der? Mhm, ja. Sieht gut aus. Danke. Kein Job, aber ein Maßanzug. Naja, ohne Maßanzug keinen Job. In München trägt man sowas. Katrin und ich, wir haben ja sofort gemerkt, dass wir das Gleiche wollen. Nee, bitte. Nein, du. Süß. Hans schaut sich jeden meiner Entwürfe an. Er hat einen tollen Geschmack. Hör auf. Na ja. Nachtisch? Ja, bitte. Warum bist du so unfreundlich zu ihm? Er lässt sich durchfüttern. Für uns war es früher auch nicht immer einfach. Wir wollen das Gleiche. Wir haben den gleichen Geschmack. Du vermisst deine Tochter. Er schläft in ihrem Bett. Und du unterstützt das auch noch. Früher, da warst du nicht so prüde. Wir waren genauso. Ich habe mich nie so albern benommen wie dieser Guppi-Juppi. Du hast so getan, als würdest du dich für Brathühner interessieren, nur weil ich die damals verkauft habe. Und nach einer Woche, da hast du mir einen Heiratsantrag gemacht. Ach, Unsinn. Du warst so verrückt und fröhlich. Und deswegen habe ich mich in dich verliebt. Hast du das vergessen? Wenn Katrin heiratet, müssen wir alles bezahlen. Ist dir das klar? Bloß weil sie meine Tochter ist, muss ich doch nicht alles gut finden, was sie tut. Fred! Fred! Erschreckt. Wir machen ein Mondscheinpicknick. Am alten Steg? Nein. Ist das immer noch der Treffpunkt für alle Verliebten? Du kennst den? Na klar. Fred hat sich damals mächtig ins Zeug gelegt. Papa? Fred hat beim Fischerstechen mitgemacht, nur um mir den Siegertanz zu schenken. Einer Frau aus München. Haha, das ganze Dorf stand Kopf. Hans wartet auf mich. Katrinchen, weißt du doch, dein Vater liebt dich. Du bist alles für ihn. Er hat so eine merkwürdige Art, es zu zeigen. Kennst ihn doch. Und was ist mit dir? Bist du glücklich? Gute Nacht, Mama. Doch, die Zahl Nein, von Mama, Mail. Wir doch, brauchen doch, die nimmst Nein, du mit. Wir haben genug zu essen. Oh. Mama, nein, doch. Wir brauchen doch, wir nehmen ihn gerne. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Sehr schön. Wir sehen uns.
Ja. Ach, ich komm mal mit uns. Ja. Wiedersehen. Du bist in München jederzeit willkommen. Auch alleine. Katrin schafft das schon. Brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Mach mir eher Sorgen um mich. Was ist los, Rike? Ach, wenn ich die Verliebten sehe, dann fühle ich mich irgendwie uralt. Selbst gezüchtet, selbst gefüttert, selbst gefangen. Ich würde auch so gerne mal wieder im Mondschein picknicken und die Nacht zum Tag machen. Willst du dich verlieben? Ich möchte so gern meinen Mann zurück, wie er mal war. Den feurigen Fischer, der den Siegertanz schenkt. Warum nicht? Charlotte? In der Früh gemeinsam auf dem Feld, am Nachmittag der Markt, am Abend im Bett die Buchhaltung. Also, welche Ehe hält das aus? Na, deswegen lautet unser heutiges Thema der Familienbetrieb nach Feierabend. Anna, Lena, kommt ihr. Voilà. Ich denke, das geht hier um das Fischerstechen. Na, das ist eine Besuchparty. Die Frau von der Charlotte, die Entscheidungsanwalt, die hat da ein Wäschehaus. Komm, wie? Oh, schön, die Sachen. Oh. Das ist nicht heiß aus. Mach mal nach, du. Ja, Wahnsinn. Okay. Da bist du blind. Bis zum Fischerstechen verwandeln wir Reutberg in eine Oase der Sinnlichkeit. Ja. Wie geht's schon? Das ist nichts für mich. Du, Tochter aus dem Haus, finanzielle Schwierigkeiten, Midlife-Crisis, mir ist schneller geschieden, als man denkt. Fried ist auch ohne Textilbeigabe topfit. Wie ein junger Gott. Ich rede doch vom Schorsch, meinem Ex. Wie war's bei den Landfrauen? Charlotte ist auf Freiersfüßen unterwegs. Das ist nichts Neues. Der 15. Oktober. Was sagt dir das? Fischmarkt in Schongau, 26 Vorbestellungen, 100 Forellen, 32 Welse. Am 15. Oktober sind wir 21 Jahre verheiratet. Schon. Wenn ich mir was wünsche, schenkst du es mir dann? Wir haben kein Geld für Diamanten, solange Katja nicht unter der Haube ist. Es hat damit zu tun, wie wir uns kennengelernt haben. Du wünschst dir ein fettes Brathuhn? Oh, Fred! Der hast du damals verkauft. Bruno Meyers barbarisches Brathuhn. Ich erinnere mich genau. Es ist nichts, was man kaufen kann. Sag doch einfach. Du musst dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Hm? Fred? Ich gebe zu, ich bin gestern mitten in deiner Quizshow eingeschlafen. Hallo, spreche ich mit dem Telefonjoker? Ja, es ist so. Meine Frau wünscht sich etwas zum Hochzeitstag. Ich komm nicht drauf. Oh, gut. Ich mach den Stand. Ideales Picknickwetter. Picknick. Picknick? Männer verstehen keine Andeutungen. Wenn du was willst, sag es ihm direkt. Heute um 5. Am alten Steg. So wie früher.
Charlotte, dich schickt der Himmel. Mich schickt mein neuer Buchhalter. Ich will gerade zu dir. Bin dabei, meine Finanzen zu ordnen. Was ist das? Ist die Rechnung für 300 Forellensetzlinge, 250 Saibling- und Schleiensetzlinge noch vom letzten Jahr und 10 Futterrechnungen. Das gibt's doch nicht. Die Rike hat doch immer alles pünktlich bezahlt. Ja, die Rike hat den Schorsch auch immer bezirzt. Aufschub hier, Rabatt. Da, das gibt's bei mir nicht. Ich will mein Geld sehen und zwar sofort. Alles auf einmal, du machst Witze. Das ist wieder Schorsch, unterschätzt mich. Kein Wunder, dass der Schorsch sich eine andere gesucht hat. Fred? Hä? Ich rufe schon mal den Gerichtsvollzieher an. Du denn aus? So geht es nicht mehr weiter. Du hättest dich abholen können! Spinnst du? Warum hast du mir nicht gesagt, dass wir Schulden haben? Du hast recht. Warum bemühe ich mich, wo du mit deiner schlechten Laune die gesamte Kundschaft vertreibst? Ist ja auch egal, wann wir pleite gehen. Jetzt oder in 10 Jahren. Es ist ja ohnehin niemand da, der den Betrieb übernehmen will. Fred, erinnerst du dich noch daran, wie wir den Ball zum Fischerstechen eröffnet haben? Was soll die Frage? Damals habe ich wirklich gedacht, dass wir alles gemeinsam schaffen können, du und ich. Rike. Es geht um unsere Existenz und du redest vom Tanzen. Sag, dass uns mehr verbindet als gemeinsame Schulden. Lass uns doch mal durchstarten. Was hat das mit dem Fischerstechen zu tun? Ein Sieg, das ist kostenlose Werbung. Wir zeigen es all denen, die uns längst abgeschrieben haben. Du meinst, ich soll zum Fischerstechen antreten? Ja. Ich trainiere dich. Nein, nein. Ich bin froh, wenn ich abends auf meinem Sofa liegen kann. Wie lange willst du da liegen? Noch 20 Jahre? Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum ich beim Fischerstechen mitmachen soll. Weil du mich liebst? Ja. Und weil du mir ein ganz besonderes Geschenk zu unserem Hochzeitstag machen möchtest, nämlich einen Siegertanz. Hm? Sind das jetzt die Wechseljahre oder was? Thank you.
will dich. Wenn du mich fragen würdest, ob ich dich heiraten will, ich würde es mir überlegen. Wegen dem katholischen Familienverband? Nein, wegen dir. Ich gehe noch schnell Brötchen holen. Marmelade ist alle. Wäre. Ich leg sie alle wieder hin. Geschenkt. Ich habe alles vermasselt. Überhaupt nicht. Es ist einfach nicht mein Tag. Es ist auch nicht mein Jahr. Ich. Oh, Gott sei Dank, du bist hier. Papa hat mich schon angerufen. Sag mal, warum gehst du nie ans Telefon? Was macht ihr hier eigentlich? Oh, sind die für mich? Von deiner Mutter. Kann ich ein paar Tage bei euch wohnen? Ja, na klar. Solange du willst. Nach München? Ich? Nein, nein, Kathi. Deine Mutter hat mich verlassen. Wenn sie was von mir will, sie weiß, wo sie mich findet. Sag ihr das. Das ist kein Gewitter, das vorüberzieht. Das ist Ernst. Ich gehe in kein Wirtshaus. Ich habe keine Affären. Ich arbeite Tag und Nacht. Was will sie denn noch? Mir brauchst du nichts zu erklären. Mich stört das nicht, dass du langweilig bist. Was bin ich? Langweilig, bequem und ein selbstmitleidiger Kotzbrocken. Wie bitte? Ohne die Rike wären wir längst bankrott. Die Kunden, Kundinnen, die meiden uns. Von Frauen verstehst du nämlich gar nichts. Du kannst auch gehen. Ihr könnt alle gehen! Ich habe eine Anstellung auf Lebenszeit. Von der Chefin unterschrieben. Ich habe wohl gar nichts mehr zu sagen. Wie? Wie wär's mit einer Entschuldigung? An Riekes Adresse? Ah, Ist das das letzte Futter? Ja. Wenn Rieke keine Lieferung organisiert hat, ja. Ich krieg den Betrieb wieder hoch. Ganz alleine! Die Rieke wird noch bereuen, dass sie mich verlassen hat. Ich vermisse sie auch. Du musst ihm klar sagen, was dir fehlt. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Egal, was man deinem Vater sagt, er versteht nur Fisch. Ich hätte ein aufregendes Leben haben können, ich hätte reisen können. Aber was mache ich? Ich heirate mit 21 Jahren und gründe eine Familie. Du musst mir versprechen, nie, aber auch nie denselben Fehler zu machen. Hast du mich verstanden? Wie kommst du denn darauf? Wenn dir jemand einen Heiratsantrag macht, dann lass ihn eine Woche warten. Nie sofort antworten. Und wie soll es jetzt in Heutberg weitergehen? Keine Ahnung. Ich habe mich lange genug um die Finanzen gekümmert. Jetzt ist er dran. Ich meine nicht die Fischzucht, Mama. Ich meine dich und Papa. Als wir ganz frisch verliebt waren, da hat dein Vater sich sogar einmal mich geprügelt. Nur weil er Angst hatte, mich zu verlieren. Beim Fischerstechen. Wenn er mich zurückhaben will, dann muss er mich schon holen. Gut so. Und dabei bleibst du. Du hast lange genug für Papa die Kastanien aus dem Feuer geholt. Weißt du, bei meinem Vater helfen einfach keine Worte. Der muss erst spüren, wie das ist, wenn die Mama weg ist. Wie, du meinst, sie kommen wieder zusammen? Natürlich. Wir waren früher auch eine glückliche Familie. Warum sollte das nicht mehr möglich sein? Und bis dahin? Marmelade. Marmelade.
unterstützen wir meine Mutter so gut es geht. Weißt du, sie ist es nicht gewöhnt, mal an dich zu denken. Guck, die ist gerade zum ersten Mal alleine in die Stadt gegangen. Das ist doch ein guter Anfang, oder? Mhm. Jetzt gibt's Frühstück. Nehmt auf mich keine Rücksicht. Oh. Hast du was vergessen? Tut einfach so, als wäre ich gar nicht da. Diese Zeit macht Fred immer sein zweites Frühstück. Vielleicht ruft er mich ja mal auf dem Festnetz an. Fred ruft seit einer Woche nicht an. Wieso ausgerechnet heute? Mama, außerdem haben wir einen Anruf beantwortet. Ich bin ihm völlig egal. Nicht klein beigeben. Ich drehe eine Runde im Park. Hat jemand Lust? Kannst du beweisen, wie gut du verhandeln kannst. Die Rike hat das immer hingekriegt. Charlotte! Charlotte! Ich verstehe, dass du wütend bist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicken reicht. Spar dir deine Witze. Du hast ja recht. Ich bin ein ungehobelter Klotz. Ich verdiene es, pleite zu gehen. Vergiss es. Bei mir hast du keinen Kredit mehr. Deswegen komme ich gar nicht. Charlotte, ich werde meinen Betrieb dicht machen. Ist nicht dein Ernst? Doch. Aber bevor ich den Betrieb dicht mache, möchte ich, dass du einmal einen Fisch probierst. Nur ein einziges Mal. Mir schmeckt kein Fisch. Außerdem vertrage ich ihn gar nicht. Charlotte! Der Schorsch hatte eine Fischallergie, du aber nicht. Jetzt hör mit dem Schorsch auf. Ja, das sage ich ja. Kein Mann der Welt ist es wert, dass man auf die Köstlichkeiten dieser Erde verzichtet. Ich würde dir diesen Fisch sogar eigenhändig fangen und mundgerecht zubereiten. Überleg es dir, bevor es zu spät ist. Und das Futter? Wart's ab! Wo ist hier bloß eine Steckdose? Ach, Katrinchen, soll ich heute Mittag die Rouladen warm machen von gestern Abend oder soll ich was Neues kochen? Mama, du musst nicht jeden Tag kochen. Aber Rouladen waren immer dein Lieblingsessen. Ich verstehe das ja überhaupt nicht. Du arbeitest jeden Abend bis spät in die Nacht. Und jetzt auch noch am Wochenende. Mama, ich muss das Atelier von mir überzeugen. Von meinen Ideen und von meinen Entwürfen und davon, dass ich mehr bin als eine gute Schneiderin. Aber das hier sieht doch wirklich gut aus. Nein, nicht anfassen, das ist doch nur gesteckt. Ich könnte dir doch vielleicht helfen. Abstecken und zuschneiden. Weißt du, ich habe früher viel genäht. Die Kittel von der Hähnelbude waren alle von mir. Das wird aber kein Kittel, sondern ein Sommerkleid. Wo ist denn jetzt eine Steckdose? Wenn du mich lässt! Tut mir leid. Hatte die furchtbare Umstände. Ich weiß halt nicht, wo ich sonst hingehen soll. Lass uns zusammen einkaufen gehen. Ich glaube, wir brauchen beide eine Pause. Guten Morgen. Ist denn die Rikki noch immer weg? Oh. Wir sind die Landfrauen noch auf einem Plausch bei der Rikki stehen geblieben. Und die Charlotte hast du auch noch nicht bezirzt. Ein Tag und in unserem Teich schwimmen tote Fische. Täuscht sich, da kommt sie. Charlotte, was darf sein? Was hältst du von Tintenfisch? Oder Seezunge? Charlotte, siehst du hier ein Meer oder einen Kühlwagen mit der Aufschrift Frischdienst aus Finnland? Ach so, verstehe schon. Vergiss die Seezunge, du bekommst einen Saibling von mir.
Morgen früh bei mir, frisch aus dem Teich. Du wirst sehen, das ist wie in der Liebe. Den ersten Fisch vergisst man nicht. Na ja, schauen wir mal. Morgen früh um 7. Das hat aber nichts mit deinen Schulden zu tun. Natürlich nicht. Nur halb so viel Schmus bei der Rike und sie wäre noch da. Seit deine Mutter da ist, hast du überhaupt keine Zeit mehr für uns. Er ist stur und sie leidet. Wie Teenies. Lass doch die beiden das miteinander ausmachen. Wären wir auch so, wenn wir ein altes Ehepaar sind? Naja, dazu müssten wir erst mal heiraten. Es ist eine Übergangslösung. Weiß sie das? Oh, meine Kleine. Oh, die ersten Zähne. Erschreckt. Ist das ein alter Lover? Ich hab recht, oder? Die Geschichte mit Bruno ist ewig her und unschön noch dazu. Wieso? Was ist passiert? Ich habe ihn ohne eine Erklärung sitzen lassen. Wegen Fred. Darf ich? Und jetzt, wo es mit Fred Probleme gibt, denken Sie wieder an ihn. Bruno Meier. Ach, Quatsch. Guck mal, Katrin. Das ist der Ex von deiner Mutter. Hat eine Tätowierung auf dem Arm. Ja, das war ein echter Abenteurer. Wahrscheinlich ist er immer noch auf Weltreise. Meier mit A, I, J, oder? Also Meier. Bruno, da. Ja, von wegen Weltreise. Hier in der Isarvorstadt. Tumplinger Straße? 29. Nein. Ich kann Sie da gerne hinfahren, so morgen früh. Sie wollen mich wohl loswerden, oder was? Nein, Mama, Quatsch. Da hast du Hans missverstanden. Wir finden es nämlich total schön, dass du bei uns bist. Charlotte, komm her. Mach die Hände auf. Augen zu. Wonach riecht das? Nach Fisch. Ja, gut, gut. Augen zu. Aber der Fisch, der riecht nach Tannenwäldern. Nach saftigen Wiesen. Nach klarem Quellwasser. Da ist alles drin. Stimmt. Fred, du bist ein Poet. Oh, was? Da wohnt man im selben Dorf und kennt sich gar nicht richtig. Also, die Leute würden dir die Fische aus den Händen reißen, wenn sie wüssten, welche Magie in ihnen steckt. Soll ich sie jedem Einzelnen erzählen? Du musst Kurse abhalten. So kannst du neue Kunden gewinnen, das schwöre ich dir. Ja. Dafür ist es ja nun wohl zu spät. Bei meinen Außenständen. Fischerstechen. Danach beginne ich mit dem Ausbau der Pension, dann brauche ich das Geld. Charlotte,
wusste, du hast ein gutes Herz. Wenn wir zwei nicht zusammenhalten werden, dann. Hat die Rike eigentlich einen anderen? Wie kommst du darauf? Und wie du sie kennengelernt hast, war sie doch mit dem anderen hier. Ach so, na ja, aber das ist ja ewig her. Das weißt du noch? Die haben doch verarztet, nachdem du ihn von der Tanzfläche gegangen bist. Ja, stimmt. Aber bei einem gebrochenen Herzen, da hilft eben nichts. Wie hieß der nochmal? Bruno. Bruno Meier. Der ist unverkäuflich. Ah! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Willst du mich nicht erkennen oder habe ich mich wirklich so verändert? Es kommt darauf an, wieso du hergekommen bist, Rike. Dein Gang, das Lachen, die kleinen schwarzen Flecken in den Pupillen. Ich habe nichts vergessen. Nicht die guten Tage und erst recht nicht die schlechten. Wie geht's dir denn so? Erzähl. Nicht so gut wie dir. Verheiratet, ein Kind. Seit die Kleine zur Schule geht, arbeitest du bei deinem Mann im Betrieb. Am 15. Oktober ist dein Hochzeitstag. Ich habe immer noch Freunde, die auf Volksfesten verkaufen. Auch beim Fischerstechen. Du bist immer noch sauer auf mich. Ich wusste einfach nicht, wie ich dir das erklären sollte, das mit Fred. Du hättest es probieren können. Bruno, es tut mir wirklich leid. Ehrlich. Was fällt dir nach 21 Jahren ein? Ich hätte nicht herkommen sollen. Rike, 1000 Mal habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn wir uns wieder begegnen. In keiner Version war ich verschwitzt, unrasiert und trug den Duft von Super Turbo Motoröl. Herr Meier, mein Wagen ist ja immer noch nicht fertig. Wir reden andermal weiter, ja? Ruf mich an. Wie lange soll ich denn noch warten? %25 weniger Einnahmen und eine kaputte Pumpe. Die Frage ist nur, wie lange wir uns keine Rike leisten können. Uns fehlt kein Personal, uns fehlen Kunden. Lies mal. Kochkurs Fred Sattler. Bayerische Fische filetieren und richtig zubereiten. Seit wann gibst du Kochkurse? Seitdem ich nicht mehr langweilig bin. Ja, ich muss mehr von mir zeigen, von meinem Innenleben. Sagt die Charlotte. Wofür glaubst du, mache ich das Ganze? Für die Rike, für uns. Für uns? Das verstehe ich nicht. Ich möchte, dass die Rike wieder stolz auf mich ist. Auf mich und auf unseren Betrieb. Oh, Katrin, wie gut, dass du da bist. Sag mal, das Rot ist ein bisschen heftig, oder? Ich nehme lieber einen Roséton. Gehst du aus? Hast doch selber gesagt, ich soll was unternehmen. Mama, Hans ist ein Idiot. Das tut mir leid. Nein, Hans hat ja recht. Es ist einfach nicht gut, dass ich hier ewig rumsetze. Und wenn Fred sich wirklich was aus mir machen würde, wäre er längst da. Machst du auf? Das ist alles ganz harmlos. Sie kennen Katrins Mutter von früher, ist das richtig? Ja. Sie hat bei mir gearbeitet. Kein Volksfest ohne uns. Passau, Straubing, Vilshofen, Reutberg. Aber jetzt habe ich auf Oldtimer umgesattelt. Oldtimer? Ankauf, Verkauf, Reparaturen. Ja, das ist ja toll. Also meine ist zwar noch nicht so alt, aber schon ein richtiger Klassiker. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja. Wenn Sie beim Fischerstechen waren, kennen Sie doch auch bestimmt meinen Vater. Ihrem Vater habe ich das einzige Pfeilchen meines Lebens zu verdanken. Haben Sie was Falsches über Fische gesagt? Fred ging jeden Tag bei uns rum. Ich dachte erst, er will in die Hühnchenzucht einsteigen, bis ich dann Rike von der Tanzfläche holen wollte. Ihre Mutter war umwerfend. Die kürzesten Röcke, die schönsten Beine, die längsten Nächte. Sie hat ganze Volksfeste in Stimmung gebracht. Meine Mutter. Ein wilder Feger.
Das ist ja mein Kleid. Ah, das steht dir großartig. Ich weiß ja nicht mal, ob du verheiratet bist. Wow. Flüchtig. Aber längst verjährt. Jetzt pass auf. Kennst du den noch? Nein. Das ist ja unser alter Wagen, mit dem wir rumgefahren sind. Ich habe immer gewusst, eines Tages kommst du zurück und wir gehen wieder auf große Fahrt. Ich habe ihn zum Wohnwagen umgebaut. Oh, du hast die ganzen Jahre auf mich gewartet? Hallo? Hier ist dein Vater. Ach, Papa. Kathi, ich suche die Rezeptbücher von deiner Mutter. Was willst du denn damit? Ich kurble die Umsätze an mit ihren Küchengeheimnissen. Niemand kocht so gut wie deine Mutter. Die sind in der Küche. Ja, da bin ich. Unter der Arbeitsplatte in der Schublade? Warte. Ja, da sind sie. Du hast recht. Danke. Ja. Wie geht's ihr eigentlich? Naja, sie ist durcheinander. Durcheinander. Wenn sie mit mir sprechen will, ich hätte Zeit. Ah, sie ist gerade nicht zu Hause. Wo ist sie denn? Unterwegs. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Was macht sie am Bahnhof? Hallo? Hallo? Wegen Modezeitschriften. Katrin. Ach so. Immer aktuell wie? Ja. Und, kann ich ihr was ausrichten? Nein, du musst dir nichts ausrichten. Die Wahrheit. Pass auf dich auf, meine Kleine. Ja, gut, tschüss, Papa. Hallo? Sag mal, spinnst du jetzt total? Naja, wenn du zu feige bist, ihm die Wahrheit zu sagen. Dir sind meine Eltern doch scheißegal! Du willst doch nur hier weiter im warmen Nest sitzen und dich von mir bedienen lassen. Das ist ja. Das kommt doch von deiner Mutter! Ich habe meine Weltreise immer verschoben. Mit dir kann ich mir alles vorstellen. Machst du es immer so? Du fängst mit einem Erdbeben an und steigerst dich dann so ganz allmählich? Wir haben noch immer von einer großen Tour geträumt. Einmal durch die Wüste, erinnerst du dich? Nirgendwo schmeckt der Tee besser als in der Wüste. Wir waren jung und naiv. Nochmal 20 sein. Alles nachholen, was wir versäumt haben. Du musst nur Ja sagen. Das erste Glas ist bitter wie das Leben, das zweite süß wie die Liebe, das dritte sanft wie der Tod. Ich habe einen Mann, ich habe eine Tochter, ich habe einen Betrieb. Und wann hast du zuletzt getan, was du wirklich wolltest? Wann warst du zum letzten Mal richtig glücklich? Wenn du was ändern willst, dann tu es jetzt mit mir. Was hält dich? Ja, ich muss jetzt wirklich gehen. Danke für den schönen Abend. Ich fahr dich. Nein. Lass mir Zeit. Mir ist nicht kalt. Das ist meine Lieblingsjacke. Du musst versprechen, sie wiederzubringen. Mama, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Ich bin zu Fuß zurückgegangen. Ich musste meine Gedanken sortieren. Ja, und kannst du da nicht anrufen, wenn es so spät wird? Sag mal, was würdest du sagen, wenn ich eine Weile wegginge? Verreisen? Andere Länder sehen? Die Welt erobern? Mit diesem Bruno? Warum nicht? Ja, Mama, du kennst den doch kaum. Außerdem, der will sich doch nur an Papa rächen. Nach über 20 Jahren. Und überhaupt, der nützt dich aus.
emotional und finanziell. Stopp. Bruno ist liebevoll, aufmerksam und komisch. Er interessiert sich dafür, wie es mir geht. Das tut Papa auch. Und er macht sich Sorgen um dich. Davon merke ich nichts. Er hat aber heute angerufen und wollte dich auch sprechen. Ich habe ihm übrigens nicht gesagt, wo du warst. Danke. Aber! Das ist schon gut. Na, wie war der Saibling? Ich habe Fischfrikadellen gemacht. Alles in Mixer und dann paniert und frittiert. War das falsch? Nein, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Diesmal. Kochkurs, Fritz. Sattler, bayerische Fische filetieren und richtig zubereiten. Sehr gut. Soll ich den Kontakt zu den Landfrauen machen? Das würdest du tun? Ist auch in meinem Interesse. Finanziell gesehen. Damals, als du deine Zahnspange gekriegt hast. Was? Bin ich zu spät? Das kann man wohl sagen, sind schon alle da. Ach du Schande. Charlotte Görres, Apparat Fred Sattler, was kann ich für Sie? Aufgelegt. Bertha, du hast das Wort. Also, ich schlage vor, dass wir dieses Jahr beim Fischerstechen die Kuchentheke selber organisieren. Ja. Ja, von Süßigkeiten verstecken wir doch alle was, oder? Ja, freilich. Wer ist dafür? Du darfst nicht mitstimmen, Fred. Ich möchte einen Vorschlag machen, der in die gleiche Richtung geht. Ah ja, bitte. Also, es ist doch so. Seit Jahrzehnten organisieren wir für unser Fischerstechen Gulaschkanonen aus Tölz, Steckerlfisch aus Beuerberg. Flügel aus Kirchbichl. So ist es. Ich frage euch, müssen wir den anderen Gemeinden das Geld in den Rachen werfen? Auf Gokonoi. Die Fradler nur dazu. Ich möchte deshalb Folgendes zur Abstimmung bringen. Dieses Jahr verkaufen wir unseren Fisch. Okay. Ich liefere, ihr bereitet zu, die Einnahmen teilen. Na, ich lade keinen Fisch an. Jetzt hört doch erst einmal zu. Ich lade euch hiermit alle zu einem kostenlosen Kochkurs ein. Ich werde jede einzelne von euch höchstpersönlich in die Geheimnisse des Filetierens und der Zubereitung einweihen. Ich verspreche euch, bis zum Fischerstechen seid ihr alle perfekt. Und eure Männer werden euch die Füße küssen. Denn Fisch hält nicht nur jung und macht schlank, er stärkt auch die Manneskraft. Sie wollen sich für unsere Wüstentour einschreiben. Wenn die Reise weit wegführt, so weit weg wie möglich von Reutberg. Nehmen Sie noch Platz. Rike Sattler, geborene Lenzing. Brauchen Sie meinen Personalausweis? Nee, brauche ich nicht. Alter, höchstens 33. 20. Reiseerfahrung? Ja. Spezielle Terminwünsche? So schnell wie möglich, sonst überlege ich es mir noch anders. Ja. Du, ich schmier der gleich eine, gell? Du! Aber Fisch, sag mal, das stimmt doch. So, meine Damen, seid ihr bereit? Ja.
Ja. Mehr oder weniger, ja. Seht euren Fisch an. Die Haut muss fest sein, sie muss schimmern wie ein Regenbogen. Und in seinen Augen muss sich das Gewässer spiegeln, in dem er gefangen wurde. Dann ist er frisch. Als erstes ziehen wir ihn aus, Stück für Stück. Denkt dabei immer an euren Liebsten. Am besten eignen sich Filetiermesser mit langen, schlanken Klingen. Den Fisch haltet ihr so mit dem Finger am Kopf. Mach mal. Und dann stechen wir mit dem Messer hinterm Kopf über dem Rückgrat in den Fisch. Und dann ziehen wir zügig mit Kraft bis zur Schwanzflosse durch. Aber das kommt nicht schon her. Jetzt entfernen wir die Gräten. Ich bin ja noch gar nicht durch. Und zum Schluss ziehen wir unserem Liebsten die Haut ab. Ich bin noch nicht einmal bei den Gräten. Und schon habt ihr filetiert. Mauretanien, Senegal, Mali, Burkina Faso. Burkina Faso, Ghana, bis ans Ende der Welt. Hörst du die Sterne? Seit wann kann man Sterne hören? In der Wüste kann man das. Es ist so still, da hört man manchmal die Sterne fallen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man verliebt ist. In der Wüste muss man auf Überraschungen gefasst sein. Wo bleibt Mama bloß? Ich bin froh, wenn sie irgendwo anders Unfrieden stiftet. Ja, und wenn was passiert ist? Oh, Katrin, deiner Mutter geht's ausgezeichnet. Lass mir ein bisschen Platz in meinem Bett. Ah ja, Entschuldigung, es ist dein Bett, richtig. Du hast kalte Füße. Mir ist kalt. Den Wagen überhole ich natürlich noch mal gründlich, bevor es losgeht. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber hier riecht es irgendwie nach Brathähnchen. Findest du? Vielleicht ein bisschen muffig. Ich besorge uns was ganz Modernes, komfortabel, wüstentauglich. Unser alter Wagen. Bin so froh, dass du zurückgekommen bist.
Lass uns so bald wie möglich aufbrechen. Hm? Noch diese Woche. Es ist so spät geworden. Katrin macht sich sicherlich totale Sorgen um mich. Er passt nicht. Zu eng. Die kann man ändern lassen, weißt du? Ja, aber das ist es doch nicht nur. Wenn es jetzt schon nicht stimmt. Wie soll es denn mal werden, wenn es richtig Probleme gibt? Und das merkst du doch auch, oder? Sonst hättest du mich doch schon längst gefragt. Sonst hätte ich dich... Hallo, ihr Lieben. Das ist witzig. Heute koche ich zum allerletzten Mal, versprochen. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, also du und Hans. Und Katrinchen und Bruno kommt. Danke. Das ist mein Abschiedsessen, bevor wir auf große Fahrt gehen. Ich habe dir übrigens was mitgebracht. Schau mal. Hans und ich haben uns gerade getrennt. Nein. Oh. Oh, komm her. Oh, das tut mir aber leid. Weißt du was? Dann feiern wir eben zu dritt. Du hast zu mir gesagt, ich soll mindestens eine Woche warten, wenn mir jemand einen Heiratsantrag macht. Und jetzt hast du wie viele Tage gebraucht, um dich für diesen Bruno zu entscheiden? Ich will ihn doch nicht heiraten. Ich will nur eine Weile mit ihm verreisen. Und wie es Papa dabei geht, ist dir egal. Ach, dein Vater braucht dich nicht, sonst hätte er sich längst gerührt. Und du brauchst mich doch auch nicht mehr. Das stimmt aber nicht. Das ist ja ein Fisch. Mhm. Und was für ein schöner. Du setzt diesem Bruno einen Fisch vor? Also ein Brathändel hätt's ja nun auch getan. Hört mal alle her, wir haben filetiert, wir haben gekocht, wir haben gebacken. Ich finde, heute gönnen wir uns einen entspannten Nachmittag. Ja. Auf euer Wohl. Zum Wohl. Fred, ich hab den Saibling doch mal ausprobiert. Die waren sowas von begeistert. Ich werde es der Erfinderin ausrichten. Ja. Fred, probier mal. Schorsch. Ist das nicht unwiderstehlich? Ja. Du, ich möchte mich für das wundervolle Seminar bedanken. Auf ein erfolgreiches Fischerstechen. Auf dich, Fred. Und auf den Umsatz, den wir beide machen werden. Überraschung. Kathi! Du kommst genau richtig, das Essen ist fertig. Das ist schon meine zweite Einladung heute. Danke, aber ich habe keinen Hunger. Komm mit. Wo willst du hin? Nach München. Nach München? Nach München. Mhm. Erzähl, was macht dein... Hans? Hans. Seit wann interessiert dich Hans? Schon immer. Du kannst ihn nicht leiden, schon vergessen? Du hast recht. Wir haben uns getrennt. Oh, oh, das tut mir leid. Naja, was willst du auch mit so einem Schnösel im Maßanzug? Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber mit Maßanzügen verdiene ich mein Geld. Ob es dir passt oder nicht. Entschuldige. Hat Rieke mich vermisst? Ein bisschen wenigstens. Hast du sie denn vermisst? Oh ja. Du hast ganz schön vergnügt ausgesehen zwischen den ganzen Landfrauen. Naja, Rieke hat recht. Man muss sich bewegen, dann macht das Leben wieder Spaß. Ich freue mich auf sie. Sie wird ganz schön überrascht sein, mich zu sehen, oder? Oh ja. Und jetzt der Hauptgang. Zander à la Fortuna. Mit Sahnesoße und Apfelstückchen. Greif zu, ich habe für viel eingekauft. Auf unsere Reise. Auf uns und darauf, dass uns nichts und niemand mehr auseinanderbringt. Und diese Kunst hast du 20 Jahre an den Falschen verschwendet. Bruno, ich muss mit dir reden. Was ist los mit dir?
Wie vielen Frauen hast du in deinem Wohnwagen schon von der Wüste vorgeschwärmt? Und wer ist überhaupt Jenny? Eifersüchtig. Schon weg. Lass mich nicht stören. Natürlich nicht. Aber schade. Ich hab's immer ernst gemeint mit der Wüste. Aber du bist nicht ein einziges Mal hingefahren. Jetzt fahre ich ja. Mit dir. Du hast einfach Reisefieber, das ist alles. Hallo? Die sind von meiner Oma. Vertraue dir nicht, Bruno. Das ist alles. Bruno, ich... Ich hätte es wissen müssen. Es gibt Dinge, die kann man nicht reparieren. Du bist lieb. Aber das reicht nicht, ne? Rieke? Rieke? Papa, warte! Bist du da? Fritz Sattler, das ist hier nicht das, was du denkst. Was Dämlicheres fällt dir wohl nicht ein. Du Null! Dich bring ich um! Papa, nicht! Wer mit meiner Tochter nicht auskommt, der gehört bestraft. Wenn du meine Kontaktlinse findest, schmeiß sie weg. Oder ruf mich an. Aber frühestens in einem Monat. In der Woche ist auch okay. Wie ein Idiot benommen. Papa war nicht besser. Es wird höchste Zeit, dass du zurückgehst nach Reutberg. Charlotte. Er war gut gelaunt. Mich sogar nach Hans gefragt. Ich habe mir immer gewünscht, dass unser Hochzeitstag was ganz Besonderes wird. Was hast du vor? Ich gewinne das Fischerstechen und fordere Fred zum Siegertanz auf. Du spinnst ja. Wir haben 21 tolle Jahre miteinander verbracht. Wenn sie es dafür nicht zu kämpfen, nun für was denn dann? Steht dir besser als mir. Oh, danke, Katrin. Sag mal, nimmst du eigentlich noch einen Auftrag an? Also, für ein Kostüm zum Fischerstechen? Jederzeit. Neues Messer, richtig? Sehen, du wirst es beim ersten Schnitt spüren. Aber denk an deine Liebsten. Ob ich einmal in München kuren soll, ha? Ja, in München, du.
Hallo Rike. Hallo Fred. Hallo Xaver. Was willst du hier noch? Willst du mich vor allen Leuten lächerlich machen? Ich komme zum Fischerstechen. Wie bitte? Keine Angst, ich zieh nicht bei dir ein. Es soll hier eine wunderschöne Pension geben. Das ist nicht dein Ernst. Du brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Was tust du denn hier? Ich habe Fred immer unter Druck gesetzt. Jetzt versuche ich es mal anders. In der Hoffnung, dass er dir hinterherläuft? Glaubst du, ich habe eine Chance? Ich den so gerne zurückhaben. Ich liebe ihn. Ich habe ihn immer geliebt. Bitte schön. Danke. Servus. Wiederschauen. Schönen Tag noch. Danke. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Am liebsten mit Seeblick. Du willst hier übernachten, bei mir? Ja, zum Landfrauentarif. Das ist nicht dein Ernst. Keine Angst, ich bleibe nur bis zum Fischerstechen. Ich bin leider ausgebucht. Das ist die Rumpelkammer. Klingt gemütlich. Grüß Fred von mir. Ich möchte mich in die Teilnehmerliste eintragen. Die Damen gehen vor, sind ja alles Gentlemen. Nee. Frauen sind zum Fischerstechen nicht zugelassen. Ich habe den Statuten nachgelesen. Da steht das nirgendwo. Es ist unüblich. Rike Sattler, bitte. Haben Sie eine Ausrüstung, Frau Sattler? Im Schuppen. Moment, Moment. Die gehört mir. Seit wann interessiert er sich für das Stechen? Was willst du hier, Rike? Ich lebe seit 20 Jahren hier, das ist auch meine Heimat. Fred Sattler. Du bist ein Freund, du. Der Nächste, bitte. Na, das wird nichts. Das hilft mir doch mal. Das wird nichts. Du bist ja keine 20 mehr. Das geht nicht. Charlotte kocht zu gut. Ich hab gedacht, du träumst davon, dass du mir verhätschelt von vorn bis hinten. Ach, geh. Was mache ich jetzt? Na, mehr Bewegung, nicht so viel grübeln. Du meinst so richtig? Ja. Ab morgen. Was ist das? Das Fencheltee. Entspannt. Ich will mich nicht mehr entspannen. Au. Ach, ich habe mich viel zu lange entspannt. Schlafsüchtig werden. Wenn wir das Fischerstechen hinter uns haben, dann gehört Reutberg uns beiden. Servus. Ich bleib bis zum Fischerstechen hier, wenn's recht ist. Wie wär's mit dem? Ist der nicht zu groß? Vergessen Sie die Kalorien. Fisch macht schlank und hält jung. Sehen Sie mich an. Wird das nicht zu teuer? Ach was. 12,70 Euro. Mit 6 Euro sind Sie dabei. Schuppen, Schnupper, Sonderpreis. Lachen lockert die Muskeln. Und das Portemonnaie, die Leute wollen keinen Fisch, sie wollen Unterhaltung. Der Nächste, bitte. Einen Saibling. Bitte sehr. Kannst du schwimmen? Ja. Hast du Schuppen? Ja. Oh, da bist du also auch ein Fisch. Entschuldigung, ist da jemand? Ich hätte nämlich gerne eine Zwiebel. Grüß dich, Bertha. Also die Ricke kann einem leid tun, die macht sich ja total lächerlich. Findest du? Wenn ich damit ins Wasser falle, dann verwechseln die mich glatt mit einer Boje.
Aber das sind nun mal die traditionellen Kostüme. Das muss hier einfach wirklich enger werden. Und da oben hier, das muss einfach tiefer, der Ausschnitt. Halt doch mal. Ja. So. Bauch einziehen, Papa. Der ist eingezogen. Ja, dann hilft nur noch Extrastoff. Kriegst du das hin? Maßanzüge sind meine Spezialität. Ja, ausziehen. Ja. Was macht denn die Rieke so? Willst du mich aushorchen? Natürlich nicht. Das ist gut. Ich bin nämlich unparteiisch. So? Und ich dachte immer, du bist auf der Seite deiner Mutter. Ich habe zwei Eltern. Ich gönne euch beiden den Sieg. Brav. Ab. Du, hey, ich bin kitzelig. Hopp! Ich fühle mich wie ein mittelalterliches Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wird. Willst du aufgeben? Das ganze Dorf bebt vor Aufregung über euer Eheduell. Aber was ist, wenn ich versage? Zeig's dem Fred. Er hat's verdient. Sauber, Rieke. Wow, Mama. Jetzt wird's Zeit, dass losgeht, ha? Ja, mir reicht's auch langsam. Und ich bin schon der Fisch, Simeon. Danke. Du hast auch was. Danke sehr. Danke. Da sind nur die Kämpfer. Also die Kämpfer und ihre Mannschaften bitte auf die Bühne. Auf geht's. Du siehst wunderbar aus. Und du aber auch. Wo hast du das Kleid her? Papa, das habe ich selbst geschneidert. Und es ist für die neue Kollektion angenommen. Kathi, ich bin froh, dass wir dich was Anständiges haben lernen lassen. Du hast etwas Besseres verdient als einen Teich voller Fische. Ich freue mich, Sie alle zum 43. Reutberger Fischerstechen zu begrüßen. Halt mir die Daumen. Seit Wochen schwirrt es vor begeisterten Umtrieben in Reutberg. Die Tradition lebt. Sitzen je ein Ruderer und ein Mann als Gegengewicht für den Stecher, der bewaffnet mit einer 2,20 Meter Lanze und auf einer Planke am Heck seines Bootes steht. Sie kämpfen einzeln gegeneinander, Mann gegen Mann. Und der Sieger darf dann mit einem Dirndl seiner Wahl oder am Burm oder mit einem Burm seiner Wahl den traditionellen Festball eröffnen. Möge der Beste gewinnen. Zur Auslosung. Der erste Kämpfer, Lommel Alois. Der Gegner ist der Bierpichler-Toni. Also, auf geht's, Burm. Damen und Herren, es geht um Kraft, es geht um Geschicklichkeit. Ja, Drucker! Ja! Ja, Toni! Toni, schieb ihn rüber! Ja, ja, ja! Also jetzt! Auf geht's! Auf geht's! Okay. Die zwei Gramm ist bei der Formel. Da kannst du aussteigen. Du träumst, Fred Sattler. Ich nehme keine Rücksicht auf alte Herren. Deshalb hast du auch mich angerufen. Dein Telefon funktioniert genauso. Ja. Soll ich mit deinem Liebhaber plaudern? Wer betrügt hier wen? Ich betrüge niemanden. Und was ist mit Charlotte? Hm? Ja, der Betrieb läuft wieder, du könntest dich freuen. Du begreifst das einfach nicht. Ich möchte wieder was mit dir gemeinsam machen, so wie früher. Und warum sagst du das nicht? Hab ich doch. Wann? Du bist zum Fisch mutiert, Fred Sattler. Wir haben ein Erinnerungsvermögen von 7 Sekunden. Die nächste Paarung.
Zum ersten Mal tritt eine Frau um die Ehre der Fischerzunft an. Sattler Henrike! Wir haben es mit einem familieninternen Wettstreit zu tun. Sattler Henrike gegen Sattler Fred. Stellung. So, das Fadenkreuz wieder im Auge und auf geht's! Wir sind doch nicht in der Kirche. Auf geht's! Wenn zwei gute zusammenkommen, geht's zach. Da geht's furchtbar zach. Wer gewinnt? Du nicht. Aber das weißt du ja schon. Siegen kann jeder. Verlieren ist die wahre Kunst. Außerdem Kerle wie Fred sind nur für Abenteuer gut. Oder was meinst du, Xaver? Ja. Nein, der Fred hat verloren. Ja, hat denn niemand eine Zeitlupe dabei? Laut Statuten muss wiederholt werden. Ach, da hat doch keine Augen im Kopf. Nee, auch kein. Paragraph 7, ich habe mich eingelesen. Ja, wer sind Sie der Schiedsrichter? Was lachst du? Dein Hut. Wer hat eigentlich gewonnen? Du hast gewonnen. Sie diskutieren das aus. Sie machen das schon. Die haben uns vergessen. Wo schwimmst du hin? Das ist die falsche Richtung. Wer weiß das schon? Zum alten Steg? Jetzt erst da ist. Na komm,
Fred, wenn es noch lange dauert, geht er. Du hast den Betrieb ja wieder mächtig in Schwung gebracht. Mhm. Die Arbeit macht mir wieder Spaß. Auch ohne Erben? Fisch ist nicht alles. Was nutzt ein Familienunternehmen, wenn man abends alleine ist? Du warst abends immer alleine, mir kommen die Tränen. Naja, nicht immer. Du ja auch nicht. Okay, wir sind quitt. An unserem Hochzeitstag am 15. Oktober könnten wir doch mal ein paar Tage wegfahren. An die See. Rieke, wenn ich Wasser sehe, muss ich an Fisch denken. In die Berge, bitte. Na gut, wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit, uns zu einigen. Die haben den neuen Fischerkönig. Ohne uns. Das ist das Letzte. Sowas. Probierst du es noch mal mit mir? Ich weiß, ich teile mein Leben mit 10.000 Fischen. Ich neige zum Sekundenschlaf. Ich bin Ehrenmitglied im Landfrauenverband und ich liebe dich. Ja! Nervös? Quatsch. Warum sollte ich nervös sein? Sind ja meine Eltern. Alle Töchter sind nervös, wenn sie ihren Freund zum ersten Mal mit nach Hause bringen. Ja, aber dich werden sie lieben. Oh Gott, ich bin so nervös. Du musst den Unterbauch atmen. Atmen hilft, Spannungen zu lösen. Ja, erzähl das lieber meinem Vater. Bevor ich ihm eröffnet habe, dass ich arbeitsloser Jurist bin oder danach. Väter müssen nicht alles wissen. Tintenfischringer? Was wollen Sie? Tintenfischringer. Sehen Sie ein Meer oder einen Kühlwagen mit der Aufschrift Frischdienst aus Griechenland? So was verkaufe ich nicht. Nicht einmal einem ahnungslosen Trottel. Sind Sie immer so unfreundlich? Ja. Fred. Ist doch wahr. Du, Rieke, der Schorsch hat längst schon eine andere gehabt. Nein. Ist er deshalb nach Stuttgart gezogen? Ich weiß nicht, auf alle Fälle, die Charlotte, die hat ihn bei der Scheidung dafür bluten lassen. Leute, esst Fisch, der ist frei von Giftstoffen. Die Charlotte hat eine riesen Überraschung. Kommt zum Infoabend von die Landfrau. Jetzt hör doch auf, Mensch. Was ist denn schon wieder los mit dir? Leute, esst Fisch, selbst gezüchtet, selbst gefischt. Es ist kein Wunder, dass die Tochter nicht in den Betrieb einsteigen will. Genau, das frustriert ihn ja. Selbst gezüchtet. Seit 3 Jahren. Er kommt drüber hinweg, dass die Katrin nichts von Fischen wissen will. Er weiß es nur noch nicht. Charlotte! Wir haben gerade von dir gesprochen. Ich will gar nicht drüber reden. Eine große, schöne Forelle, bitte. Seit wann isst du Fisch? Das ist für meine Katzen. Du, seit der Scheidung sind die noch anhänglicher als früher, wenn ich die nicht hätte. Pass mal auf, Charlotte. Für deine perversen Anfälle von Tierliebe sind meine Fische zu schade. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Natürlich bekommst du deinen Fisch, Charlotte. Fred meint es nicht so. Eher verfüttere ich deine Katzen an meine Fische. Wir sprechen uns noch, Fred Sattler. Lass deine schlechte Laune nicht an den Kunden aus. Ich habe keine schlechte Laune, ich habe schlechte Kunden. Ist dir eigentlich klar, dass Charlotte uns mit Fischsetzlingen und Fischfutter beliefert? Noch. Frag meinen Vater was über Fische. Fische? Das funktioniert immer. Okay. Ist das der, der unsere Weihnachtsplätzchen weggefressen hat? Den hat Katrin schon an Silvester verlassen. Mir erzählt ja keiner was. Du hörst einfach nicht zu, mein Schatz. Katrinchen! Katrinchen!
Das ist Hans. Hans Klein. Hallo. Wir wohnen zusammen. Ja. Das hat Katrin gesagt? Wir wohnen zusammen. Dann habe ich richtig verstanden. Willkommen in Reutberg. Danke. Das ist Fried Sattler, mein Mann, und das ist Xaver Stamberger, unsere gute Seele. Ich hatte ja auch mal Fische. Guppies also. In einem Aquarium. Haben es auch nicht lange gemacht. Aber vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Ach, wissen Sie, es gibt Leute, denen gehen selbst die Fischstäbchen ein. Das ist witzig. Bist du glücklich? Hans kann so gut zuhören. Und er ist immer für mich da. Das ist das Schönste, was man über einen Mann sagen kann. Mhm. Was ist eigentlich mit Papa los? Wir haben eine kleine Flaute, das ist alles. An Weihnachten hat er kaum ein Wort gesagt. Und jetzt wird er sofort pampig. Er hat einfach gedacht, dass du mal irgendwann den Betrieb übernehmen wirst oder wenigstens seinen Schwiegersohn. Und deswegen kommt ihr nie nach München, wenn ich euch einlade? Nicht. Wie oft wart ihr in den letzten 3 Jahren bei mir? 2-mal oder 3-mal? Er gewöhnt sich schon noch daran. Es ist alles eine Frage der Zeit. Ich verstehe nicht, wie du es mit Papas Launen aushältst. Da gibt's nichts auszuhalten. Wir verstehen uns prima. Verliebt wie am ersten Tag. So, der Gast zuerst. Bleib vorläufig mal beim Salat, danke. Fred. Danke. Hans ist Jurist. Im Moment prüft er verschiedene Stellenangebote. Arbeitslos. Naja, vorübergehend. Und wovon leben Sie? Die beiden machen das schon. Kennt ihr euch schon lange? Ewig. Oder? Ja, so kommt es mir jedenfalls vor, ja. Hans hat sich bei uns im Atelier einen Anzug machen lassen. Ist das der? Mhm, ja. Sieht gut aus. Danke. Kein Job, aber ein Maßanzug. Naja, ohne Maßanzug keinen Job. In München trägt man sowas. Katrin und ich, wir haben ja sofort gemerkt, dass wir das Gleiche wollen. Nee, bitte. Nein, du. Süß. Hans schaut sich jeden meiner Entwürfe an. Er hat einen tollen Geschmack. Hör auf. Na ja. Nachtisch? Ja, bitte. Warum bist du so unfreundlich zu ihm? Er lässt sich durchfüttern. Für uns war es früher auch nicht immer einfach. Wir wollen das Gleiche. Wir haben den gleichen Geschmack. Du vermisst deine Tochter. Er schläft in ihrem Bett. Und du unterstützt das auch noch. Früher, da warst du nicht so prüde. Wir waren genauso. Ich habe mich nie so albern benommen wie dieser Guppi-Juppi. Du hast so getan, als würdest du dich für Brathühner interessieren, nur weil ich die damals verkauft habe. Und nach einer Woche, da hast du mir einen Heiratsantrag gemacht. Ach, Unsinn. Du warst so verrückt und fröhlich. Und deswegen habe ich mich in dich verliebt. Hast du das vergessen? Wenn Katrin heiratet, müssen wir alles bezahlen. Ist dir das klar? Bloß weil sie meine Tochter ist, muss ich doch nicht alles gut finden, was sie tut. Fred! Fred! Erschreckt. Wir machen ein Mondscheinpicknick.
Am alten Steg? Nein. Ist das immer noch der Treffpunkt für alle Verliebten? Du kennst den? Na klar. Fred hat sich damals mächtig ins Zeug gelegt. Papa? Fred hat beim Fischerstechen mitgemacht, nur um mir den Siegertanz zu schenken. Einer Frau aus dem